Ich mag keine Schwule. Warum nicht? Nein. Warum nicht? Ich mag die nicht. Was sagst du dazu? Die sind komisch. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt hier an der Hamburger Alster. Hinter mir wunderschönes Wasser, wunderschönes Wetter. Hier sind meine neuen Freunde. Ja? Und wir machen jetzt mal ein paar schöne, wunderschöne Straßenumfragen. Ja. Hallo, wer bist du denn? Ich bin der Bene. Der Bene und du? Sarah. Sarah, hallo, ich bin Iceli Peach. Hi. Hi, also ihr seid Hamburger, oder? Ich ja. Du nicht? In Hamburg geboren, aber ich wohne Nachbarort. Aber du bist jetzt öfters in Hamburg wahrscheinlich mit ihm dann wahrscheinlich? Das stellt sich heraus. Ach so, okay. Was hast du in deiner Hand? Wie gut der Wein heute ist. Wie viel Prozent hat der? 11. Hast du ihn schon mal getrunken? Nee. Was kostet der? 3 Euro, glaube ich. Nur ein 3 Euro, ja, Wein? Muss knallen. Nur ein 3 Euro für ein Date oder was ist das hier? Ja. Schon. Also stehen die Chancen gut für ihn? Mal schauen. Was sagst du? Wird sich herausstellen. Ja, nur der Charakter zählt, weißt du ja, ne? Charakter zählt. Hallo! Du bist sie? Alia. Alia. Ich bin der Steven Iceli Peach Breitling mit Stil. Oh. Ja, sehr gut. Du hörst dich aber nicht so hamburgerisch an. Nein, ich komme auch nicht aus Hamburg. Wo kommt ihr denn her? Richtung Bayreuth. Bayreuth, das ist so Nürnberger, ne? Ja, also Nürnberg ist noch ein kleines bisschen weg, so eine Stunde entfernt oder sowas, aber... Was macht ihr denn hier in Hamburg? Wie kommt, dass ihr jetzt hier in Hamburg seid? Ich habe in 2 Tagen Geburtstag und habe einen Strettetipp mit meiner Mama gemacht und morgen ist nämlich das Harry Potter Musical. Harry Potter Musical? Ja. Was habt ihr bezahlt dafür? Das war sehr, sehr teuer. 300 Euro. Pro Person? Nee, zusammen. Und habt ihr irgendwie so einen richtig geilen Geheimtipp, den sonst keiner kennt? Den man so als junger Mensch quasi kennt, so Insider-mäßig. Ja, Poppenbüttel hat so voll den schönen Fluss. Das ist so unbekannt, kann man hingehen. Ja, stimmt, da ist so ein kleines Waldgebiet und da, das ist richtig. Da kann man chillen so, sagt man das so? Oder ist das schon out, dieses Chillen? Nicht chillen, aber... Da sind auch nicht viele Menschen so, das kennt. Also hast du mehr so die Ruhe? Ja. Wenn du mal was Geiles machen willst oder so? Ja. Okay. Sag mal, habt ihr einen Führerschein? Ja. Ja? Wenn ihr jetzt eine Stunde lang 120 km/h fahrt, wie lange seid ihr gefahren nach einer Stunde? Oh Gott, nach einer Stunde. Ey, du fährst 120 km/h, wie nach einer Stunde, wie weit bist du gefahren? 120 Kilometer, ja. Du bist schlau. Grüß dich, mein Bester. Guten Tag. Sie sind der Herr? Seidner, Raimund. Sag Raimund. 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 Ja. Raimund, wie der Kalle. Ja. Wie der Kalle. Richtig. Du hast ja ein richtig geiles Outfit hier. Ja, danke schön. Warum bist du hier genau? Wegen der Harley-Days. Wegen den Harley-Days. Hast du eine eigene Harley-Davidson? Ich hatte eine, jetzt bin ich auf Indien umgestiegen. Eine Indien? Jawohl. Was kostet die? Wie viel PS hat die? Die hat 120 PS und kostet so 37.000 Euro. 37.000, ist das denn viel für so ein Modell oder ist das noch relativ human? Wenn du Harley vergleichst mit Preisen, ist das noch günstig. Wo sind Sie her? Weil Sie haben ja jetzt so einen Akzent, ne? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz? Ja. Aus der Schweizerland? Ja. Wo genau daher, so ganz grob? Basel, Solothurn. Oh, das geht aber auch noch. Wie weit ist denn das von hier? Was sind das, 700? 800 Kilometer. Ja, 800 Kilometer. Hallo! Hallo! Du bist sie? Marina. Marina? Mhm. Und du? Sarah. Sarah, wo kommt ihr denn her? Aus Hamburg. Aus Hamburg? Okay. Du bist ja, gut. Sag mal, seid ihr... Heute spielfrei. Jetzt mal eine Frage, ja? Mhm. Hast du einen Autoführerschein? Nee. Hast du einen Autoführerschein? Mach ich bald. Bist du schon dran? Hast du ein bisschen geübt? Noch nicht, aber dieses Jahr noch. Okay, pass auf. Ihr fahrt in einem Auto. Eine Stunde lang, ja? Ja. Das Auto fährt 120 km/h. Wie weit seid ihr gefahren nach einer Stunde? In einer Stunde 100 Kilometer. Wenn das Auto 120 km/h fährt? 60 Kilometer. Nein, 100. Ja, 60. 60 ist richtig. Sehr gut. Die Zahlenreihe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und so weiter bis 100, ja? Ja. Von 0 an. Wie oft kommt die 9 drinne vor? Ich weiß es. Erzähl. 20. Und du? Ja, 20. Warum 20? Weil das 20... Thema auf. 9, 19, 29, 39, 49, 59, ja. 69, 79, 89, 9 mal. Was ist mit der 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96? So, ja, 20 mal. Ja, du wusstest das nämlich schon, ne? Ja, du wusstest das schon, ne? Du wusstest das schon. Was habt ihr euch denn so preislich festgelegt? Was wollt ihr ausgeben dieses ganze Woche?
Wochenende hier in Hamburg? Puh, ich habe mir über Monate sehr viel angespart. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr teure Nummer. Sehr, sehr teure Nummer? Ja, das wird eine. Sind wir bei 2000 Euro oder weniger? Weniger. So viel habe ich doch nicht. Das sagst du, hier wird eine teure Nummer hier. 1200? Wenn ich jetzt eine Zahl habe, ja, von 0 bis 100, wie oft kommt die 9 drin vor? Kannst auch laut mitrechnen. Also sowas wie 9, 19. Doch, 9 Mal. Zähl mal laut auf. Welche Zahlen sind's? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 69, 69, 89, 99. 90, 91, 92. Oh. Ja, okay, dann. Also 9 Mal plus die 19. Ja, das ist irgendwie so. Also. Mit wann sollte man denn das erste Mal Sex haben? Also wenn man sich bereit fühlt vielleicht, also ich weiß nicht, also bei mir ist es wegen Familiengründen, kann ich keinen Sex haben, aber sonst, wenn man sich bereit fühlt hat. Ja, aber würdest du sagen so, ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen schon mit 12 Jahren oder so oder 14 Jahren, findest du das zu jung oder ist das okay? Also wenn die Bock drauf haben, warum nicht auch? Was sagst du dazu? Aber ja, nicht junge, halt, wenn also die Jungs ab 14 sind. So, ab 14. Ja, aber 14, findest du das schon okay? Nein. Also ab 15 okay, 15, 16 nein. Ist okay. Nach der Ehe. Nach der Ehe. Das ist schon mal eine Aussage, die haben wir heute schon öfters gehört. Das heißt, du hast in 2 Tagen Geburtstag. Ja, ich habe in 2 Tagen Geburtstag. Du wirst, lass mich überlegen. Ja, jetzt ist schwierig mit Sonnenbrille, ist ein bisschen schwierig. Ja, du wirst so mein Alter haben. Ich sag mal, du bist 2 Jahre älter, ich bin 27. Nein, ganz, ganz weit geschätzt. Was heißt weit verschätzt? Nach unten oder nach oben? Ich bin 20. Ach, auf da. 20. Okay, da habe ich mir ganz, ganz weit verschätzt. Da. Ja? Ja, okay. Du wirst 20? Ich werde 20, ja. Wahnsinn. Was haben Sie so vor? Was geben Sie hier so aus an dem Wochenende so ungefähr? Oh, keine Ahnung. Das Hotel kostet schon 500 Euro. Alles in allem. Ja, ich denke mal so 1000 bis 1500 kann das schon sein. Aber das kann man sich mal gönnen, ne? Ja, natürlich. Alles klar. Ich danke Ihnen. Danke auch. Wollen Sie irgendwen grüßen? Ich weiß nicht wen, aber viele Grüße an alle, die hier sind und ich hoffe, das Wetter bleibt so. Und viele Grüße an die Schweiz, ne? Natürlich, ja. Und Fußball, natürlich. Hä? Ja, meinen Sie denn, dass die Schweiz noch weit kommt? Das denke ich. Italien ist zu schlagen. 1-1 gegen Deutschland haben wir bewiesen. Was denken Sie, wie weit kommt die Schweiz? Viertelfinale könnte reichen. Halbfinale? Weniger. Finale? Nein. Jetzt pass auf. Du kennst doch die Zahlen 0 bis 100, oder? Ja. Oder fangen wir bei dir an. Kennst du auch, oder? 1, 2, 3 und so weiter. Ja. Wie oft kommt die 9 drinne vor? 0 bis 100? Genau. Wenn ich jetzt nur die Zahl 0 und 100 habe, dann gar nicht. Geht schon weiter, also 9, 19 und so weiter. Wie oft? Kannst du laut mitzählen? 9 Mal. Was sagst du? Auch 9 Mal. Ja, zähl mal laut vor. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 10 Mal. Und was mit der 90? 91, 92, 93, 94? Ja, das ist... Da ist er reingefallen. Na, ist er reingefallen. Da habe ich reingefallen. Ja. Lieblingsspieler? Sommer? Na ja, natürlich. Der Sommer? Alles klar, ich danke Ihnen. Okay, danke. Viel Spaß noch. Danke, gleich. Grüßen Sie alle. Jawohl. Immer hart bleiben, ne? Okay. Wurst warm machen. Dankeschön. Sagt man in Hamburg. Ja. Mensch. Alles klar, danke dir. Ciao, ciao, ciao. Okay, pass auf, jetzt hat sich der, letzte Woche hat sich der Premierminister von Belgien als schwul identifiziert. Was hältst du davon? Ich mag keine Schwule. Warum nicht? Nein. Warum nicht? Ich mag die nicht. Was sagst du dazu? Die sind komisch. Ja, dann willst du, dass alle schwul werden und so. Das findest du nicht gut? Nein. Also, Frau und Mann ist dafür gegeben. Also. Ja. Ja, Mann und Mann passt nicht. Ja. Passt nicht. Und Frau und Frau? Passt auch nicht. Passt auch nicht. Wir sind anständig. Anständig, ja. Was wir sagen, ciao von der Hamburger Reeperbahn. Was gibt's hier noch zu sagen? Abonnieren, kommentieren, nur liken. Nur Deutschland. Du oder was, komm. Nur Deutschland. Go Deutschland. Und ja. Nur der HSV, wirklich nur der HSV. Warum nicht St. Pauli? Nein, niemals. Sind die Zecken? Nein, nur der HSV. Nur der HSV. Abonnieren, kommentieren, liken. Viel Spaß. Ich danke euch. Nur schönen Abend HSV, noch. Ja? Nur ciao. Der HSV. Peace.